behind. Look, it's Shadow. I really gotta stop whining. Everyone's trying their best to help out, and so must I. Shadow, we need you. Please help us. It's all going according to plan. There's no reason for me to help them. Besides, there's no way to save anyone. There has to be. I know that people fight over the most trivial things. Some people may be selfish, like the professor said. But they're basically good if they try their best and never give up on their wishes. They always have a reason to be happy. That's why you should help them out. Saving them is a good thing. Shadow, I beg you, please do it for them. Give them a chance. Shadow, I beg of you, please, do it for me. Maria! For all people who live on that planet, give them a chance to be happy. Let them live with their dreams. Shadow, I know you can do it. That's the reason why you were brought into this world. Sayonara, Shadow, the Hedgehog. I promised her. I must keep that promise. That's what Shadow? Maria wished for. I've gotta go now. I have to keep my promise to Maria. And you. What's that? It looks just like the shrine of the Master Emerald. They probably designed the core like the shrine to harness the power of the Chaos Emeralds. All of you ungrateful humans who took everything away from me will feel Knuckles, my here it loss comes. And despair. Could this be the prototype of the ultimate life form that was supposed to be encapsulated? Leave this one to me. Shadow, what are you doing? I'll take care of this while you run to get the Chaos Emerald! Jetzt kämpfen wir gegen den Prototypen der ultimativen Lebensform, den Bio-Lizard. Ja, er ist sozusagen der Großvater oder der Vater, eher gesagt, von Shadow. Der Prototyp Shadow ist dann die fertige Version der ultimativen Lebensform. Und der Kampf ist nicht besonders schwer, man stirbt beim ersten Mal ein paar Mal, aber das hält sich dann doch in Grenzen. Und ihr seht, immer noch nur ein Level, ein Leben. Das heißt, die Lebensanzeige wird beibehalten. Einfach, wenn er sich aufladen muss, auf diese Säulen oder auf diese Kabel an seinem Mund raufspringen, hochgehen und dann eine Homing Attack in seinen Rücken machen. Und dann ist er auch sehr schnell besiegt. Wenn er nicht seine weiteren Attacken macht, passt auf, nicht in diese Flüsse reinfallen, dann werdet ihr weggeströmt und seid tot. Jetzt kommt seine Attacke, er macht so eine schwarzen Bälle. Wenn sie am Boden sind, müsst ihr rüberspringen. Wenn sie oben sind, müsst ihr eine Rolle machen, um drunter wegzukommen. Und ich mache gerade keinen sehr guten Job dadurch. Jetzt müsst ihr rüberspringen, dann eine Rolle machen. Und ihr seht, ich versage hier ziemlich. Und die Ringe respawnen nicht. Das heißt, wenn alle Ringe weg sind, dann sind alle Ringe weg. Ja, ich möchte mal ansprechen. Ich habe ja schon mal gesagt in einem Part vorher. Ihr seht, jetzt muss er sich wieder aufladen. Und jetzt geht er wieder hoch. Amy ist der wirkliche Held der ganzen Sonic Adventure Spiele. Im ersten hat sie Gamma lieb gemacht. Jetzt hat sie Shadow an Maria erinnert. Maria ist natürlich die Enkelin von Dr. Robotnik. Das heißt, eigentlich müsste sie Robotniks Schwester sein. Ja,
Da ist nicht sehr viel ausgeführt drüber, aber eigentlich theoretisch müsste es sein. Oder es ist seine Halbschwester oder sowas, keine Ahnung. Aber ja, Maria ist natürlich gestorben damals, als die Ark übernommen wurde von der Armee und ausgeschaltet wurde. Und dann hat sie natürlich Shadow gesagt, ey, du kannst nicht sterben, wirklich. Pass bitte auf die Menschen auf der Erde auf. Und natürlich hat der böse Dr. Robotnik, möchte ja die Menschheit jetzt ausrotten, um Rache zu nehmen, weil seine Enkelin natürlich tot ist. Ich sag sehr oft natürlich, tut mir leid. Das tut mir natürlich leid. Ja, und deswegen muss er jetzt den Biolizard besiegen und die Ark davor abhalten, auf die Erde zu stürzen, um sein Versprechen an Maria zu halten. Das ist so ziemlich der ganze Plot-Twist. Das ist halt die, dass die Armee die ganze Ark außer Gefecht genommen hat, Robotnik erschossen hat für seine Verbrechen. Ich weiß nicht genau, was er jetzt verbrochen hat, aber sie haben ihn einfach erschossen. Und Maria haben sie auf dem Weg, ihn aufzuhalten, getötet. Wahrscheinlich wollte er nicht irgendwie seine Forschung aufgeben und deswegen musste er sterben. Jetzt hier, dieser Part ist ziemlich kompliziert. Ich bin jetzt hier mal gestorben. Und jetzt haben wir es auch geschafft, nochmal dorthin zu kommen. Jetzt, ihr müsst einfach von diesen Kugeln, von diesen Kaugummis hin und her springen. Und dann ist dieser Abschnitt des Gegners auch geschafft. Der nächste wird nicht so sein, der wird ein bisschen anders sein. Aber das werdet ihr noch sehen. Er hat verschiedene Phasen. In der ersten macht er halt nichts, da können wir einfach raufspringen. Dann macht er seine Bälle, da passiert auch nichts wirklich. Und jetzt macht er natürlich die Bälle. Ich sag schon wieder natürlich, tut mir natürlich leid. Jetzt macht er die Bälle und dann macht er die Kügelchen. Und wenn man sich fragt, warum ist der Prototyp so ein riesiges Eidechsenvieh? Und warum ist die nicht fertige Version kleiner Igel? Ganz einfach, weil kleine Leute sich überall hindurch schlängen können und keine große Aufmerksamkeit auf dich ziehen. Wie so eine riesige Eidechse. So, einmal müssen wir ihn noch treffen. Dann ist diese Phase ist jetzt wirklich vorbei. Ich lag gerade falsch. Einmal müssen wir ihn noch treffen. Und jetzt, ich weiß, wir treffen ihn jetzt nicht. Tut einfach so. Ich habe irgendwie, ist mir ein bisschen Footage abhanden gegangen. Und deswegen, tut einfach so, als hätten wir ihn getroffen. Story geht weiter. The servers are the seven chaos. Chaos is power. Power is enriched by the heart. The controller is the one that unifies the chaos. Only you can do this. Stop the Chaos Emeralds! Is it gone? Is that what Chaos Control is? Since we've stopped the Chaos Emeralds, why is the space colony still on a crash course to Earth? The prototype is still alive, and he's controlling the space colony as it's falling to Earth. He's become one with the space colony, and is determined to keep it on its collision course. Sonic? Der finale Kampf gegen den Final Hazard, den Prototypen der ultimativen Lebensform. Shadow!
Und ganz ehrlich, das ist mein liebster Endboss-Kampf in jedem Spiel ever. Allein das Main-Theme von Sonic Adventure 2 Live and Learn im Hintergrund bringt so richtig das Blut in Wallungen und macht so einen bereit für den letzten Bosskampf. Ja, wir sind Super Shadow und Super Sonic. Und wir müssen diese roten Pusteln an seinem Körper anrammen. Wenn ihr den B-Knopf drückt, geht der, glaube ich, runter. Und wenn ihr den A-Knopf drückt, dann dasht er nach oben. Und einfach in die Dinger rein, ist nicht wirklich schwer. Der Biolizard wehrt sich natürlich. Mit jedem Mal, den ihr trifft, bekommt er einen Laserstrahl mehr, der ihn verteidigt. Und wenn ihr diese trifft, dann werdet ihr zurückgestoßen. Und so geht natürlich mehr Zeit um. Und wenn die Zeit umgeht, dann habt ihr natürlich keine Ringe mehr. Und wenn keine Ringe da ist, dann habt ihr leider verloren. Wenn ihr kurz davor seid, keine Ringe mehr zu haben, dann geht einfach zum Biolizard und fliegt auf die andere Seite. Dann übernimmt nämlich der andere Charakter die Führung. Und wenn ihr zum Beispiel auf die andere Seite geht mit Sonic, dann spielt er dann, ihr seht, wir werden zurückgestoßen, dann spielt er als Super Shadow und dann werdet ihr... Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Achso, dann geht Sonic wieder Ringe sammeln. Und dann ist bei der nächsten Runde auch wieder genug Ring da, um den Gegner zu töten. Zu diesem Zeitpunkt läuft der Kampf nicht mehr ganz so gut wie geplant, aber er ist immer noch nicht wirklich schwer. Ich glaube, ich bin noch nie gestorben bei diesem Bosskampf. Ihr müsst einfach nur aufpassen, dass ihr nicht alle Ringe verliert und nicht zu oft in die Laserstrahlen reinrennt. Ja, ist immer noch mein liebster Bosskampf in jedem Spiel aller Zeiten. Und der Boss ist vorbei, das Spiel ist vorbei, die Credits laufen gleich. Damit verabschiede ich mich von euch, das war's mit Sonic Adventure 2. Bis zum nächsten Mal. This is what you wanted, right? This is my promise I made to you. Where is Shadow? Do you really think that the professor created him, oh Shadow, to carry out the revenge on all those who live here on Earth? He was what he was, a brave and heroic hedgehog who gave his life to save this planet. Shadow the Hedgehog. I guess you're right. As a child, I looked up to my grandfather because of all the great things he accomplished in his life. He was my hero, and I wanted to be a great scientist like him. But did he really mean to destroy us? I don't know, but what I do know is...
did it together! You're right. So what's next for you, Rouge? Off again to find those jewels you love so much? Nah, I think I'm gonna give up this line of work. Too much work for too little pay. Anyway, I've got something better than jewels that I'm thinking about right now. It'll all work out, you'll see. If you say so. Oh, it's nothing. Come on, let's go home. Dude, the planet is cool.